Ja, hi Leute und willkommen zurück hier zum Kurs über SpriteKit, wo wir kle unseren kleinen Space Trooper aufbauen. Und was ich euch jetzt zeigen will, ist eben diese Interaktion zwischen unserem Bullet, also wenn wir hier schießen, also unseren Geschossen, und zwischen unserem Gegner und eben, wenn der Gegner uns selber trifft. Und wie funktioniert das Ganze? Ich habe das ja schon mal gesagt, dass diese Interaktion nicht anhand dieser Bilder abläuft. Also ihr merkt schon, wenn wir jetzt das Spaceship hier hin positionieren, der Gegner fliegt einfach durch uns durch. Da passiert überhaupt nichts. Und diese Interaktion passiert eben mit physikalischen Bodies. Was meine ich damit? Was wir jetzt machen werden, ist, um unsere Bilder, ihr seht hier diesen grünen Rahmen, das ist quasi dieser physikalische Body. Wir legen um diese Elemente, also um diese Bilder, ein Body. Und anhand dieses Bodies findet dann diese Interaktion statt. Und diese Bodies könnt ihr in verschiedenen Formen erstellen. Ihr könnt die auch kleiner machen, dass es nur so groß ist. Ihr könnt die auch zum Beispiel die Form als Kreis nehmen. Ihr könnt das auch ganz klein machen. Und dann findet die Interaktion nur zwischen diesen Bodies statt. Das heißt, wenn das Raumschiff jetzt zum Beispiel auf unseren Gegner zufliegen würde, dann würde hier nichts passieren. Erst wenn diese zwei physikalischen Bodies sich treffen, dann passiert was. Aber wir wollen in der Realität natürlich die Dinger dann auch größer machen. Aber wir können uns diese physikalischen Bodies auch hier in unserem Spiel anzeigen lassen. So, also wollen wir das mal machen. Dafür gehen wir erstmal zu unserem Spaceship, hier in unserer Funktion Override Did Move. Achso, übrigens, ich habe hier diese Farben ein bisschen geändert. Also wer wissen will, wie das funktioniert, der klickt oben mal auf Xcode, dann Frequency, also Eigenschaften. Und dann seht ihr hier oben so einen Reiter Fonts and Colors. Und dann könnt ihr euch hier verschiedene Anzeigemöglichkeiten anzeigen lassen. Ich lasse das mal auf Task. Und jetzt machen wir Punkt Physics Body. Und ihr seht schon, diese Eigenschaft Physics Body. Und die Eigenschaft kommt selber von der Klasse SKNode, weil denkt dran, diese SKNode-Klasse ist ja die Superklasse von allen anderen Node-Klassen. Das heißt, alle Nodes haben diese Eigenschaft. Das heißt, auch unsere Klasse Esker Shape Node, beziehungsweise unsere Objekte hier, dieser rote Button und blaue Button, die ja für die Musiksteuerung waren, könnten auch physikalische Bodies bekommen. So, dann klicken wir mal hier drauf und dann machen wir gleich Esker Physics Body. Und hier rufen wir jetzt einen Initializer auf, um eben ein Objekt von dieser Klasse zu erstellen. Und für das Spaceship nehmen wir zum Beispiel Circle of Radius, das heißt einen Kreis, und schreiben jetzt hier hin Spaceship. Punkt size, Punkt width und teilen das durch 2, weil wir dann den Radius haben. Ja, also wir haben jetzt die Breite von unserem Spaceship genommen, also von hier nach hier, und dann die Hälfte, also von hier bis hier, das ist ja dann der Radius für unseren physikalischen Body. So, und das Ganze wollen wir jetzt noch für unser Bullet machen, also für unser Geschoss, also hier vorne, in der Funktion add bullet to spaceship. Das machen wir auch noch. Dann machen wir hier einen Bullet.physicsBody gleich SKPhysicsBody. Dann wieder den Initializer. Hier machen wir auch einen Kreis und machen jetzt hier rein Bullet.size.width und teilen das durch 2. Das heißt, wir haben auch jetzt den Radius von eben diesem Bullet genommen und daraus zeichnen wir dann einen Kreis. Jetzt für unser Enemy. Wir gehen also in die Funktion addEnemy, machen das gleiche hier auch. Schreiben jetzt hier hin enemy.physicsBody gleich SKPhysicsBody, Klammer auf, und hier nehmen wir mal einen Initializer reangled off. Das heißt, wir machen ein Rechteck als physikalischen Body und hier übergeben wir jetzt enemy.size. Das heißt, wir haben jetzt die Größe unseres Enemies übergeben. Und size, wenn ihr jetzt mal Command drückt, gedrückt haltet und auf die Maus drückt oder Touchpad, dann kommt ihr hier hin. Und dann seht ihr hier Variable Size. Und Size ist vom Typ CG Size. Nochmal Command, nochmal drauf drücken. Und dann seht ihr, Size ist ein Struct, welches eine Width und eine Hi-Hat, also das heißt eine Breite und eine Höhe. Wir klicken wieder auf Zurück. Und dadurch, dass wir über das Enemy auf dieses Size zugreifen, heißt das, wir greifen auf die Größe des Bildes zu. Das ist ja hier Enemy, wo wir aus dem Bild Spaceship unterstrich Enemy Start unser SK Sprite Node erstellt haben. So, was wir jetzt machen wollen, ist nochmal in unseren Game View Controller gehen. Und hier wollen wir uns diese physikalischen Bodies mal anzeigen lassen. Wir schreiben SKView.showPhysics und setzen das Ganze auf True. Wir gehen zurück zur Game Scene und jetzt starten wir das Ganze mal auf Play. Und wie ihr seht, sehen wir nichts außer irgendwie so ein bisschen Gehake. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass die Elemente jetzt, dadurch, dass es physikalische Bodies sind, mit G, vielleicht kennt ihr das noch aus dem Physikunterricht, G ist die Erdbeschleunigung, die geht mit minus 9,8 Meter pro Sekunde zum Quadrat runter. Das heißt, alle Elemente hier bekommen jetzt eben diese Beschleunigung, minus 9,8 Meter pro Sekunde zum Quadrat und fallen runter. Und deswegen haben wir zum Beispiel unser Spaceship dann nicht mehr in der Szene gesehen, weil es eben hier unten irgendwo runterfällt. Und das wird immer automatisch erstellt, wenn ihr physikalische Bodies erstellt. Und jede Szene selbst, also hier unsere Game Scene, ist ja unsere erste Szene, hat eine Eigenschaft self.physicsWorld, also die physikalischen Welteigenschaften sozusagen, Punkt Gravity, also Gravity ist ja die Gravitation, und die ist vom Typ CG-Vektor gleich CG-Vektor, Klammer auf, und hier machen wir mal 0 und minus 9,8 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Das ist das, was Standard eingestellt wird, wenn ihr physikalische Bodies erstellt, beziehungsweise physikalische Bodies zu diesen Bildern hinzufügt. Ihr könntet auch den Wert hier ändern, wenn ihr wollt. So, und jetzt gibt es eine Möglichkeit, eben zu sagen, hey, ich will aber gar nicht, dass mein Spaceship von dieser Gravity erfasst wird. Und das macht man wie folgt. Wir schreiben in Spaceship.physicsBody.affected by Gravity, das heißt, wird es von der Gravitation erfasst oder nicht? Wir sagen nö, deswegen schreiben wir hin false, weil Affected by Gravity ein Bool ist. Das Ganze machen wir jetzt noch für unser Bullet genauso. Bullet.physicsBody. Aber hier machen wir nicht Effect by Gravity, sondern machen isDynamic gleich false. Dieses isDynamic sagt nämlich, dass unser Bullet, also der physikalische Body, nicht mehr dynamisch ist. Was heißt das? Das heißt, dass dieser Body nicht mehr von Kräften erfasst werden kann. Unter anderem von der Kraft Gravitation, die wir ja oben hier gesehen haben. Was wir jetzt noch machen wollen, ist unserem Enemy genau das Gleiche machen. Wir wollen nämlich nicht, dass unser Enemy von der Gravity erfasst wird. Punkt Physics Body. Punkt Affected by Gravity gleich False. Jetzt können wir das Ganze mal starten auf Play. Und jetzt sehen wir schon, unser Spaceship fällt nicht runter. Und da kommt auch schon unser Enemy runter. Aber ihr seht, dass da so eine gewisse Interaktion stattfindet. Unser Spaceship ist schon wieder unten. Und damit diese Kollision nicht stattfindet, gibt es eine Möglichkeit. Wir machen mal Stopp. Und erstellen hier oben ein Struct. Struct Physics, Physics Body, Numbers nenne ich das jetzt mal. Und hier oben erstellen wir uns drei Nummern. Und diese drei Nummern wollen wir dann unseren physikalischen Bodies zufügen. Das heißt, jeder Body bekommt quasi eine eigene Nummer. Was meine ich damit? Stellt euch das einfach vor, dass wir jetzt jedem Body, wie gesagt, eine Nummer geben. Hier unser Body von unserem Spaceship bekommt die Nummer 1, das Geschoss bekommt Nummer 2 und der Gegner bekommt Nummer 3. Und dann können wir anhand dieser Nummern sagen, wer mit wem in Interaktion treten soll. Und wir brauchen das nämlich, weil es in SpriteKit zwei Interaktionsmöglichkeiten gibt. Einmal eine Kollision und einmal einen Kontakt. Diese Kollision habt ihr eben schon gesehen, das war da, wo unser Gegner unser Spaceship weggekickt hat. Wir wollen später einen Kontakt erstellen, aber diesen Kontakt, das machen wir im nächsten Video. Nur kurz gesagt, der Kontakt bietet uns halt eben den Vorteil, dass wir selbst entscheiden können, was passieren soll, wenn die eben in Interaktion treten. Wir wollen ja zum Beispiel, dass unser Spaceship dann explodiert. Und hier in diesem Struct machen wir jetzt diese drei Nummern. Wir machen also let spaceship number und diesen vom Typ unsigned int 32. Und wir machen die binär 0 B1. Das ist binär und das steht quasi für eine 1. Oder nicht nur quasi, es steht für eine 1. Ihr könnt mal im Internet nach Binär-Dezimalrechnern suchen und dann seht ihr das. Und das zweite ist dann let bullet number, auch vom Typ unsigned int 32 gleich 0 B10. Und das ist eine 2. So, ich habe jetzt mal hier so einen Binärrechner aufgemacht. Wir haben ja zum Beispiel als Binärzahl, also sie ist 0b, signalisiert einfach nur, das ist eine Binärzahl und die Binärzahl selbst ist dann hier die 1 oder eben diese 10 oder 1, 0, so müsste es heißen.
Und wenn wir zum Beispiel diese 1 1 eintippen, dann haben wir 1. Und wenn wir zum Beispiel 1 0 eintippen, dann bekommen wir eine 2 als Dezimalzahl. Das habe ich euch hier gezeigt. Und dann machen wir noch als drittes let enemy number. Und dann machen wir auch ein unsigned int 32 0b100 beziehungsweise 100, und das ist eine 4. Und nun können wir anhand dieser Nummern entscheiden, wer mit wem in Interaktion treten soll. Das geht wie folgt: Wir gehen zum Spaceship, schreiben in spaceship.physicsbody. Wir gehen also wieder in dieses physikalische Body, weil wir dem jetzt eine Nummer geben, Punkt, Category Bitmask, und fügen eben diesem physikalischen Body, das heißt diesem grünen Body, den wir um das Spaceship gelegt haben, jetzt zum Beispiel diese Nummer 1 zu. Gleich, wie oben hatten wir ein struct. Und was wir jetzt noch vergessen haben, ist, dass wir hier am besten das Wort static benutzen. Das hat den Vorteil mit dem Wort static, dass wir auf diese Variablen direkt zugreifen können über dieses struct physicsBodyNumbers. Das heißt, wir müssen kein neues struct erstellen. Und das geht wie folgt: physicsBodyNumbers. Und jetzt machen wir Punkt. Das heißt, wir greifen über diesen Namen vom struct direkt auf diese Nummern zu, ohne ein neues struct erstellen zu müssen. Und machen spaceship number. Und nun können wir sagen spaceship.physicsBody.collision Bitmask. Und ihr seht schon am Namen Kollision, wir können jetzt hier hinschreiben, mit wem möchten wir denn in Kollision treten. Und da wir mit niemandem in Kollision treten wollen, erstellen wir hier einfach nochmal eine neue Nummer. Static let empty, also leer, number, auch vom Typ unsigned in 32 und wieder 0b. Und dann kommt die Binärzahl 1, 0, 0, 0 und das ist eine 8 in Dezimal. Also wenn ihr das hier wieder eintippt, 0, 0, dann seht ihr, das ist eine 8. Und hier schreiben wir jetzt hin physicsBodyNumber.EmptyNumber. Und das Ganze machen wir jetzt noch für unser Bullet. Hier schreiben wir jetzt hin nur bullet.physicsBody.CategoryBitmask. Bei dem Bullet geben wir jetzt nur die eigene Nummer, physicsNumbers.Bullet. Und das mit der Kollision lassen wir, weil wir hier schon isDynamic auf false gesetzt haben, wird unser Bullet, selbst wenn der Gegner dagegen kommt, wird nichts passieren, weil unser Bullet das nicht interessiert, weil wir das nicht dynamisch geschaltet haben quasi. Denkt dran, mit dem isDynamic, wenn wir das auf false setzen, sind solche Sachen wie bullet.physicsBody.friction, also die Reibung oder dieses Bounce-Verhalten oder eben affected by gravity, also dass unser Bullet von der Gravity affected wird, quasi ausgeschaltet. Deswegen können wir uns das sparen. Wir brauchen aber trotzdem diese Nummer später für den Kontakt. So, als nächstes machen wir das Ganze noch für unser Enemy und schreiben enemy.physicsBody.categoryBitmask. Das heißt, wir weisen unserem Enemy eine Nummer zu. physicsNumbers.enemyNumber. Und machen noch das mit der Kollision, physicsBody.collisionBitmask. Wir wollen, dass damit niemanden erstmal kollidiert. physicsBodyNumbers.EmptyNumber. Das heißt, die Kollision von unserem Enemy, genauso wie unserem Spaceship, würde jetzt nur passieren. Ich erstelle hier nochmal eine neue Nummer. Die tausche ich mal, das war ja 4. Und hier ist jetzt irgendwo die 8, das ist jetzt unsere leere Nummer. Das heißt, die 4, hier vorne sehen wir das, unser Enemy hat jetzt die Nummer 4 bekommen, Enemy Number. Und die Kollision würde nur stattfinden mit der Nummer 8. Da die Nummer 8 aber zu keinem physikalischen Body zugewiesen ist, wird hier auch nichts passieren. Jetzt können wir das Ganze mal starten, auf Play. Und jetzt seht ihr, wir haben diese physikalischen Bodies, diese grünen, das seht ihr. Aber es findet keine Kollision mehr statt. Was ich aber noch ändern will ist, diese grünen Rahmen, die werden wir später beim Spiel natürlich nicht sehen, das schalten wir nachher wieder aus. Aber ihr seht, dass der Rechteckrahmen hier ziemlich groß ist um das Enemy. Das heißt, die Kollision würde relativ, beziehungsweise der Kontakt, wenn wir später dann das Enemy treffen, und dann soll er ja explodieren, würde ziemlich früh beginnen. Deswegen machen wir diesen grünen Rahmen ein bisschen kleiner. Das heißt, wir gehen wieder zu Enemy, gehen hier hin, wo wir diesen physikalischen Body erstellt haben, hier physics body, we angled off enemy.size, löschen das mal hier, und size, habt ihr ja gesehen, war vom Typ cg size. Das heißt, wir können uns ein eigenes
Size erstellen. Und CGSize ist nämlich auch ein Struct. Und hier rufen wir jetzt einen Initializer auf mit with und high und übergeben hier enemy.size.with, also die Breite von unserem Enemy, geteilt durch 2. Das heißt, nur die Hälfte. Das heißt, unser Rechteck wird um die Hälfte kleiner jetzt. Enemy oder unser Quadrat. Enemy.size.high geteilt durch 2. Und noch eine Klammer zu. So, jetzt klicken wir nochmal auf Play und ihr seht, der physikalische Body von unserem Enemy ist schon deutlich kleiner geworden. Das ist dann halt später dann schwieriger, den zu treffen. Ihr könntet das noch kleiner machen oder ihr könntet auch von dem Bullet das Ganze noch kleiner machen. So könnt ihr zum Beispiel auch einen Schwierigkeitsgrad ändern, indem ihr einfach diesen physikalischen Body vom Gegner so klein macht, dass zum Beispiel dann der User genau in der Mitte treffen muss, damit eben dieser Enemy getroffen ist. Also merkt euch, dass diese physikalischen Eigenschaften, die ich euch jetzt dann noch in den nächsten Videos zeige, nur anhand dieser grünen Rahmen stattfindet. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was ihr aus diesem Video mitnehmen müsst, dass eben diese physikalischen Sachen nur anhand dieser grünen Rahmen passieren. Und nicht anhand dieser Bilder. Das Bild kann noch so groß sein, wie es möchte. Es kann so groß sein. Wenn der physikalische Body, hier dieser grüne Rahmen, nur so klein ist, dann findet die Interaktion nur an diesem grünen Rahmen statt. So, im nächsten Video wollen wir dann einen Kontakt herstellen, nämlich wenn wir zum Beispiel unser Enemy-Schiff treffen, dann soll was passieren. Und da zeige ich euch dann, wie das Ganze funktioniert und wie wir selbst entscheiden können, was denn passieren soll. Das heißt, wir können eigene Funktionen schreiben und diese Funktion aufrufen, wenn eben dieser Kontakt stattfindet. Und ich zeige euch noch ein bisschen was zu der normalen Kollision anhand dieser verschiedenen Kräfte, anhand dieser verschiedenen physikalischen Eigenschaften von so einem Body. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und dann bis zum nächsten Mal.